aufgepasst hat in der Fahrschule, weiß man das. Du darfst in der Prüfung auch übrigens nicht den machen. Okay. Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Ching Chang Chong. Wir machen Fahrstunde heute. Jo, hi. Ja, also wir machen jetzt hier eine Fahrstunde. Wir filmen eine Fahrstunde. Zweite ja. Stunde. Ja, deine zweite Stunde. Also diese ganze Sitzeinstellnummer und sowas, Spiegel, Gedöns, das haben wir hinter uns. Weil der Typ, der mich jetzt mal abgeholt hat und mir direkt gesagt hat, hör mal, schneid dich mal hinten an, ne? War ja komplett richtig, ne? Machen das Prüfer auch. Ne? Also wir fahren tatsächlich in dieser Fahrstunde. Die for Takeoff. Ready for Takeoff, Crosscheck. Ja, guck, da siehst du, weil ich bin noch nicht so häufig geflogen. Okay, pass auf, Kupplung durch, Maschine an. Handbremse habe ich ja nicht angezogen, dann geht das auch hier. Und wenn du rückwärts fährst, warte, nimm beide Hände. Voll, das ist ja Fahrschul-Style. Ja, und, Entschuldigung. Und pass auf, du musst, wenn du rückwärts fährst, immer so machen. Ja, genau. Okay. Besonders und extrem dicke Menschen dürfen sich sogar beim Parken abschneiden. Ist jetzt echt so, ein paar Insider-Informationen hier raushauen. Okay. Ehrlich jetzt, weil guck mal, du musst ja angeschnallt bleiben. Also du kannst ja nicht, wenn du so, weißt du, kriegst ja nicht die Kurve. Du darfst in der Prüfung auch übrigens nicht den machen. Okay. Verstehe. Ja, gut. Korrekt. So. Ja, wenn du losfährst, immer die vier hintereinander, kannst du die merken? Mhm. Also eins, zwei. Ist das auch die Reihenfolge? Ja, ist geil. Wenn du die 1, 2, 3, 4 merkst, bist du safe. Einspiel, Außenspiel, weil du halt nach links so da fährst. Zwei, drei machst du einen Schulterblick. Okay. No. Und den letzten dann einfach nochmal. Vier ist der Blinker. Dann bist du safe. Innenspiegel, Außenspiegel, Schulterblick. Also nur, du musst nur in den Spiegel gucken, zu der Seite du quasi rausfährst. Ja. Also das ist der Wichtige. Der muss bei den 1, 2, 3, 4 dabei sein. Genau. Und dann am Anfang haben viele Fahrschüler immer ein Problem damit gehabt. Dann haben gesagt, ja Alter, ich kann mir das so nicht merken. Hier und dann habe ich irgendwann gesagt, pass auf, merk dir einfach 1, 2, 3, 4. Ja. Ist egal, was der Prüfer sagt, ob der rechts sagt oder links, wenn du diese Reihenfolge im Kopf hast und das immer wieder abspulst. 1, 2, 3, 4. Bist du safe, kann er sagen, was er will. Und du machst immer hier die gleiche Programmierung und dann läuft das. Alles klar, wenn keiner kommt, dann hast du. Guck mal, die Kamera hält auch. Sehr gut. Pass auf, hier ist direkt schon. Rechts vor links wegen. Ja, genau. Da. Und guck mal, wenn ihr jetzt Stoppschild hier, dann drückst du die Kupplung direkt durch. Und dann bis zur Haltlinie. Egal was passiert, wenn du hier stehst, dann zählst du 1, 2, 3 und dann kannst du weiterfahren. Okay. Jetzt check einmal nochmal links ab. Ja. Also jetzt ruhig schon den Kopf so. Ja, genau. Weil bei dem Stoppschild ist das so, wenn du, manche denken, die wären stehen geblieben. Okay. Aber die sind dann nicht wirklich ganz stehen geblieben und rollen dann nur so einen Millimeter über die Haltlinie drüber. Und es reicht dem Prüfer, wenn du so gerade eben drüber surfst, fürs Durchfallen. Okay. Also besser davor. Genau, bleib an der Haltlinie stehen, mach die Augen zu, Tier 3 bis 3. Okay. Und dann bist du safe, dann kannst du ganz normal weiterfahren. Ja. Ja, super war auch, dass meine Oma mich direkt gesehen hat. Jetzt zählt das wahrscheinlich zu den ganzen. Jetzt gerade, warte, jetzt gerade. Nee, beim Mittwoch. Achso. Mein Enkel macht Führerschein. Geil. An der Ampel fahren wir gleich links weiter. Pass auf, denk mal an die Reihenfolge. Ja. Nein? Aber mach jetzt schon, Achso. Nein, Blinker wieder aus. Achso. Hau den. Hin? Ja. Außen, Schulterblick und Blinker. Cool. Okay. Jetzt bist du fertig mit allem. Ja. Und wenn du dir diese Reihenfolge speicherst, egal wann, wie, was, wo, dann bist du safe. Wieso meckert der? Das ist ein nervöser Praxis. Immer wieder Innenspiegel, Außenspiegel, Schulterblick, Blinker, dann ist das safe. Sportlich. Guck mal, jetzt hast du ja hier den Zebrastreifen, ne? Ja. Mach das so, also Kupplung lass los, alles cool, Hände immer hoch, geht zum Gas weg und guck oben zur Sparkasse in den Ausgang, da, ob die da rauskommen, die ist weit genug weg und dann guckst du ganz rechts rüber. Ja. Und dann fährst du weiter. Weil das ein bisschen unübersichtlich ist, musst du halt hier den Transfer.
vor, man muss den Kopf halt drehen. Ne? Wir fahren geradeaus weiter. Ja. Wenn ich nichts sage oder der Prüfer nichts sagt, Kreisverkehr immer geradeaus. Okay. Guck mal, nimm mal Gas ganz weg und roll einfach. Wenn dir dann lang, also lass einfach wirklich mal rollen. Mhm. Wenn dir dann langweilig wird und du merkst, ist ja voll, dann drück aufs Gas. Aber vorher nicht. Weil kein Prüfer klatscht Beifall, wenn du hier so durch den Kreisverkehr ballerst. Und sagt, jo, Bestzeit. Sondern, gut durchgehauen. Gut durchgehauen, genau. Sondern der ist halt zufrieden, wenn du da locker durchkommst. Das reicht dem. So, hier auch wieder den Scanner, einmal rechts und links. Und aufpassen. Kreisverkehr einfach durchrollen. Okay. Also dann einfach kein Gas geben. Dann fahren wir rechts weiter. Check direkt schon mal die Spiegel einmal an. Genau. Und Blinker. Für die Fans. Ja, der ist noch nicht so. Kommt. Das kommt. Ist noch nicht so drin. Wenn ich den jetzt sehe, weil den will ich quasi überraschen, wenn ich ihn habe. Echt? Naja. Weil der hat mir immer gesagt, du wirst da nie einen haben. Warte mal, du. Kiesel. So, pass auf. Ja. Tu mal die Kupplung ganz durch. Bremst dich langsam runter. Wo können wir jetzt lang fahren? Wie meinst du das? Wo können wir lang? Rechts oder links? Ja, links. Genau, musst du alleine entscheiden. In der Prüfung. Also sagt keiner was, weil es gibt halt nicht viele Optionen. Ja. Sauber. Der Radfahrer lässt einfach ein bisschen Platz. Jetzt ist das ein bisschen komisch gemacht mit geradeaus. Ja. Siehst du, welche Spur geradeaus geht? Ja. Dann Spiegel, Spiegel und Schulterblick. Genau, dass du siehst, dass du da kein Fahrradfahrer rasierst. Fahren wir geradeaus? Ja, ja. Die meisten Leute checken immer noch nicht, wie das fährt und funktioniert und fahren einfach gerade über die Linie. Okay. Wenn du die Kupplung in dem Moment, wo das kommt, ne? Ja. Wo du merkst, da ist der Schleifpunkt und du fährst los. Oder wenn du die da festhältst, ja, dann kommt das, springt er sie nicht. Wenn, mal angenommen, also dass man ein bisschen links weiter, aber wegen dem Fahrradfahrer hier. Genau. Dass man, ich meine, nicht warte, alles... Warte, ganz kurz. Ja. Guck mal, hier kommt ein Bahnübergang, ne? Ja. Jetzt musst du hier die große Show machen. Ja, 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 genau. Also Gas wegnehmen. Ja. Tadam, tadam. Und jetzt kannst du wieder Gas geben. Okay. Cool, jetzt bin ich. Was für Frage? Ja, wenn man so ein bisschen Unsicherheit, sag ich mal, hat. Mhm. Lieber, du hast ja auch, ich habe mir halt das Video angeguckt mit dem Warten, ne? Warten? Achso, ja, 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 ja. Immer warten. Und wenn nichts passiert, immer warten. Immer warten. Warte mal ganz kurz, 30 oder 50 hier? Wenn du dir nicht sicher bist, ob 30 oder 50, das Video hast du nicht gesehen, ne? Hm. Ich verlinke das mal oben im Kanal. Okay. Da links, guck mal, ist eine 30-Zone, siehst du ja. Oder die nächste Straße, wenn du jetzt hier, also da, wo du jetzt bist, guckst du einfach links in die Straße rein. Wenn du da links reinguckst, ist da oben rechts eine 30-Zone. Ja. Bist du auf der 50-Straße. Ja. Frage, weißt du noch, oder? Ja, einfach wenn du ein bisschen unsicher bist. Ja. Ja, lieber die vorsichtige Variante dann immer wählen und. Guck mal, da steht jetzt zum Beispiel der Wagen. Ja. Der blinkt, der Typ rennt da rum, keine Ahnung, was passiert. Keine Ahnung, ob der dahinter durchzieht. Also oder lieber nicht. Ein bisschen ab. Erstmal langsam werden. Guck mal, jetzt fährt er auch noch durch. Ja. Ausweichen kannst du nicht, ist der Fahrradfahrer. Ja. Langsam werden, dann locker weitermachen. Immer das Gleiche. Kommt eine Situation, die du A noch nicht hattest oder B, wo du denkst, Alter, keine Ahnung, ob das passt oder nicht, weiß ich nicht. Kupplung, Bremse und guckst dir in Ruhe an. Okay. Und dann kannst du entscheiden. Nur wenn du durchballerst und es wird zu eng, dann ist halt dann ist es so schwer. Eisverkehr, geradeaus wieder raus. Guck mal jetzt schon. Ja. Kupplung und Bremse. Jetzt nimm mal den zweiten Gang und dann alle Füße langsam wieder lösen. Langsam lösen, nichts machen. Jetzt mach nichts, roll weiter und beobachte den Blauen da. Roll weiter einfach. Roll, alles cool. Kein Gas. Mhm. Jetzt nicht über die weiße Linie und geradeaus wieder raus. Wenn du schaffst, Blinker, Spiegel und Schulterblick. Genau. Und wenn du jetzt noch weit vorausschauen fährst, dann siehst du direkt das Schild und weißt, ob sich Gas geben lohnt oder nicht. Übrigens, Unterschied zwischen 30 Zone und dem 30 Schild hier oben. Kennst du den? Nee. Zone ist ein ganzes Gebiet, deswegen Zone. Ja. Und das Schild jetzt hier, das einzelne, gilt bis hier zum Kreuzung. Ach so. Was? Das 50-Schild steht hier aus Nettigkeit. Aha. Aber ansonsten. Also, das müsste im Prinzip gar nicht da sein, weil man, wenn man aufgepasst hat in der Fahrschule, weiß man. So
in etwa, ja? Im Prinzip ist das so. weil du hast in der Stadt ist ja 50. Ja. Also innerhalb geschlossener Ortschaft. Mhm. Als Basic-Geschwindigkeit, egal wo du hinfährst. Ja. Wenn du jetzt, also angenommen, hier stellt jemand noch ein 30-Schild hin, dann fährst du hier die Straße runter und auf einmal kommt hier links aus der Straße so ein Auto raus, da wie der er jetzt, ja, und fährt mit dir hier den Berg hoch. Ja. Woher soll der wissen, dass du da vorne ein Schild gehabt hast? Kann er nicht wissen. Ja. Das Einzige, was er weiß, ist, okay, ich bin in der Stadt und in der Stadt ist 50. Konsequenz ist, er würde 50 fahren und du würdest weiter 30 fahren, weil du auf die Erleuchtung warst. Nee, okay. Denkst jetzt hier, war ja kein Schild. Ja. Deswegen ist das so, also wenn du in eine Zone reinfährst, ist eine Zone, ist das ganze Gebiet 30. Mhm. Aber bei einem einzelnen Schild gilt das immer nur bis zur nächsten Kreuzung rein. Ist übrigens, wenn du auf die Landstraße fährst, wie wir jetzt gleich, das Gleiche. Du hast ja da auf der linken Seite das gelbe Ortsausgangsschild. Ja. Also eigentlich... Ach, da dann 70, ne? Nee, 50, ne? Nee, 100. Nicht. Ach, 100. Eigentlich 100. Aber die wollen nicht, dass du 100 ballerst, deswegen die 50. Okay. So. Also hier ist dann sogar noch 50, ne? Genau, ja, weil das Schild steht. Ja. So, und jetzt guck mal, da links kommt eine Straße. Ja. Und wenn der jetzt hier, wenn da ein Auto kommen würde und der würde mit dir auf die Straße fahren, wüsste der nicht, wie schnell. Deswegen steht hier schon wieder ein Schild. Ja. Wieder 50. Also das ist quasi im Prinzip nur für die, die aus der Straße da gekommen sind, damit die dir nochmal eine... Ja, und für dich, weil wenn da kein Schild steht... Hätte ich jetzt 100. Genau. Das heißt, du musst da auch gleichzeitig mit drauf aufpassen. Mhm. Genauso wie wenn du jetzt irgendwie von dieser Straße aus mal rechts oder mal links abbiegst und da stehen keine Schilder, dann ist das Einzige, was du weißt, du bist halt auf einer Landstraße außerhalb geschlossener Ortschaft. Mhm. Und dann kannst du 100. Es gibt ja diese Toleranzgrenze, ne, von diesen 3 km/h. Wenn ich jetzt in der Fahrprüfung so 53 fahre, ist das okay? Das ist scheißegal. Also, ja? Das darf ich nicht sagen, ich muss sagen, es ist Latte Macchiato. Okay. Ja. Da macht man jetzt nicht so einen Hehl draus, aber wenn er natürlich dann 60, 70 nee, also, dann ja, ne? Du bist ja hier nicht Tim Bensko, keine Maschine. Du kannst ja hier nicht. Wenn da 50 ist, kannst du nicht auf dem Strich genau 50 fahren. Mal bist du bei 53, 54, 55, okay. Mal bist du bei 45. Du solltest schon bestrebt sein, da irgendwie die 50 mittig zu erreichen. So wie jetzt, komm, jetzt bist du ein bisschen zu schnell, bist du runter, kommst du auf die 50, sagt keiner was. Wenn du jetzt hier kontinuierlich mit 60 weiter hämmerst, dann sagt der Prüfer irgendwann eventuell, das ist heute heilig oder dann winkt da einer so mit dem Zaun. Blinkt? Nee, geradeaus. Nicht blinken, einfach geradeaus. Guck mal, Kreuzung, neues Schild. Ja. Würde das Schild hier nicht stehen, wäre hier 100. Ja, die Straßen sind nicht mehr so gut, deshalb ist es wahrscheinlich auch über 50. Nee, weil die nicht wollen, dass du hier den Berg raufballerst. Okay. Meistens ist es so, wenn da 70 steht, fahren die Leute 90. Ja, okay. Und wenn da 100 steht, fahren 120. Ja, es ist immer so. Wenn da 50 steht, fahren die alle 60, 70. Das, ja, ist irgendwie, das ist hier irgendwie gesperrt. Jetzt drück mal Kupplung. Lass mal weiter rollen einfach. Nimm mal den ersten Gang. Und jetzt fährst du einfach eigenständig links. Also Spiegel, Blinker, Schulterblick. Das war die Motorbremse. Alles ja, gut. Das war ist nicht so in der Reihenfolge. Ja gut, aber das ist jetzt ja hier... Keine Ahnung, was die da machen. Alles zu. Hat auch keiner ein Schild hingestellt. Oh, auf jeden Fall hier mehrmals 30 hier. Du kriegst auf jeden Fall mit, dass 30 ist. Das ist ja wahr. Oh, ja, 30. Gut. Keine Ahnung. Ja, jetzt haben die 30 gemacht für den Fußgängerbereich. Jetzt ist ja die Frage, wie lange gilt das 30 jetzt? Bis ich das nächste Schild kriege oder nicht? Eventuell. Das war ja jetzt kombiniert mit einem Gefahrzeichen. Ja. Und die Gefahr sind scheinbar die Fußgänger, die hier die Fahrbahn kreuzen. Aller spätestens, wenn wir jetzt hier an der Kreuzung sind und geradeaus weiterfahren, wie schnell darfst du dann jetzt gleich weiterfahren? Woher soll er wissen, dass du da hinten 30 Schild gehabt hast? Ja, weiß er nicht. Weiß er nicht. Das heißt, wie schnell fährt er jetzt? Ja. Ich fahre jetzt erstmal weiter, ne? Ja, ja, klar. Wir fahren jetzt weiter. Aber wie schnell? Ich würde jetzt auch 30 sagen, aber ist wahrscheinlich nicht richtig. Nee. 50. Ja. Weil, was hebt die Schilder nochmal auf? Kreuzung. Ach so. So wie gerade auch. Also wenn da irgendwo Straßen kommen, sind die Schilder immer wieder aufgehoben. Okay. Weil die anderen ja nicht wissen. Wie? Klar, die sind ja nicht da vorne lang gefahren, ne? So, und dann fährst du einfach mit denen auf die Straße und ja, da musst du halt gucken, ne? Dass du deswegen ist es dann halt auch hinter dir hast du im Griff? Hinter mir? Ja. Bis jetzt ja. Ja, das ist gut.
Haltelinie hast du auf dem Schirm da unten, ne? Die allerletzte. Die Haltlinie. Ist das jetzt diese Linie? Die weiter noch. Weiter. Und hier, stopp. Egal was passiert, egal wer kommt. So, 3 Sekunden, alles schön. Und jetzt kannst du weiter. Genau. Wenn es die Linie ausgeht, dann hätte ich jetzt, glaube ich, nochmal aktivieren müssen. Ne? Weg würde das irgendwie. Wenn ich das gesagt hätte, wäre das auch okay? Ja, okay. Ja, ist auch okay. Guck mal, hier steht ein Schild. Das ist ja 70. Wenn das nicht hier stehen würde, wie schnell dürftest du fahren? Ja. Der hier. Guck mal, der hinter dir. Der bleibt auch chillig. Ne? Dass ich immer frage, hat übrigens nur damit zu tun, dass du dich daran gewöhnst, da reinzukommen. Okay. Ich habe am Anfang festgestellt, wenn ich sage, und der kann den Innenspiegel. Mhm. Und der kann den Innenspiegel. Und der kann den Innenspiegel. Nach 90 Minuten fast schon 100 Mal gesagt und denken in den Innenspiegel. Die Fahrschüler haben zwar in den Innenspiegel gedacht, aber nicht reingeguckt. Okay. Und so stelle ich halt die Frage, und da hast du den hinter dir im Griff oder was geht hinten ab? Und dann machst du so, ach ja, BMW und was weiß ich. Und dann siehst du das und dann 70 ist aufgehoben. Ja, dann kannst du. Dann habe ich mir auch schon gedacht, die beim Videodenken wahrscheinlich auch. Ja, der hat sich irgendeinen, der nicht gut fahren kann, nochmal geholt und macht mit dem nochmal eine Fahrstunde. Ja, nee, Leute, ist leider tatsächlich so. Ja. Ich kann es nicht. Ja. Noch nicht? Ich noch nicht, genau. Ja. Ich muss nochmal ran. Wir sind on the way. Die 70. Ja. Und jetzt hast du hier schon Vorfahrt gewähren, 200 Meter. Mhm. Kreisverkehr, wie schnell nochmal und welcher Gang? Also zweiter Gang. Ja. Dann sind wir wahrscheinlich zwischen 20 und 30. Das ist cool, das ist gut. Guck mal, jetzt hast du bei 50 schon den zweiten Gang geschaltet. Jetzt merkst du, dass das schwer ging. Ja. Bremst erst bis 30 und dann schaltest du den zweiten Gang. Okay. Ist gesünder für alle. Roll langsam weiter. Weiter rollen. Kupplung lösen. Fahren wir hier schon wieder raus. Ja, jetzt konnte ich das nicht mehr alles machen mit 1, 2, 3, 4. Ja, das kommt gleich nochmal. Das ist gleich nochmal die ganz große Chance. Scheiße. Das ist ja Training, das ist ja ein Tutorial. Kreisverkehr-Tutorial. So, da vorne kommt nämlich noch einer. Ach, die kann ich alles machen, brauchen, ne? Ja, ein bisschen für die Fans. Also, jetzt hast du gesagt, bleib jetzt erstmal im vierten Gang. Der ist jetzt auf den Kreis zu. Ja. Und jetzt siehst du, okay, alles klar, da kommt er und so. Und jetzt Kupplung drücken und bremsen. Beides. Das bremst halt hart runter. Bis du so an die 30 kommst, bremse erst weiter. Noch weiter, noch mehr. So, und jetzt nimmst du den zweiten Gang und dann lässt du langsam alle Füße los. Alle los. Und dann guckst du weit nach links. So, alles cool. Jetzt rollst du hier durch, bis du denkst, das ist mir zu bescheuert. Hier gebe ich mal lieber ein bisschen Gas. Und dann Spiegel gucken, Blinker und Schulter weg. Scheiße. Dann locker wieder auf. Aber das war ja jetzt schon routiniert. Ja, ne? Stimmt. Aber ich habe mich auch tatsächlich darauf vorbereiten können. Ne? Und das solltest du zusehen, dass du das bei jedem Kreisverkehr so hinkriegst. Dass du nicht auf den Kreisverkehr zufährst und wenn du dann kurz vorm Kreis bist, dann überlegst, oh scheiße, was mache ich jetzt eigentlich? Mhm. Weil dann ist es zu spät. Dann bist du schon voll auf der Party und du weißt gar nicht, scheiße, was ist das Motto? Und deswegen musst du halt gucken, dass du vorher schon alles klar machst und dann vorbereitet dahin kommst. Dann ist das richtig, ja? Nee, 70 leider. Oh. Solange die Rennleitung noch nicht hier ist, ist alles klar. Über ein Auge. So, da kommt der Kreis wieder. Ja. Wieder Kupplung. Und runterbremsen. Genau. So, bremst weiter runter, immer weiter. Weiter. Lock weiter, bis 30, noch stärker. Je mehr du runterbremst, je mehr Zeit hast du. Und jetzt nimmst du den zweiten. Langsam lösen die Kupplung, weil sonst wird er wieder schneller. Willst nichts machen. Und siehst du, das mit ihm war so gerade noch so okay. Ja, alles gut. Fahren wir gerade raus? Ja. Wie schnell darf man hier fahren? Keine Schicht. Sehr wundert. Ja. Bisschen schneller. Ja, aber wenn du dich rechtzeitig darauf vorbereitest und noch ein Stückchen eher bremst, dann hast du mehr Zeit. Okay. Das kommt einem dann zwar vor wie so ein Opfer, wenn man so fährt, aber das musst du halt erstmal am Anfang einmal machen, um dann automatisch schneller werden zu können. Ja. Du kannst nicht am Anfang an damit Druck reinballern, dann schwitzt du dich kaputt im Kreisverkehr. Guck mal jetzt direkt wieder. Genau, bremst runter. Schon mal weit nach links. Siehst du den da hinten? Mhm. Langsam lösen. Das war die Motorbremse wieder und jetzt kannst du hier locker durch. Wir fahren dann Richtung Lünen.
Ja. Noch so Sachen, ne? Wie schnell darf man hier fahren? Ich würde sagen 70. Wo steht das? Außerhalb geschlossen, 100 dann, ne? Ja. Ich habe nämlich früher auch mal herbe Verkehrsgeschwindigkeitsparanoia gehabt. Ich wusste nie, wie schnell ich fahren darf. Ich habe immer gedacht, fuck, ich habe das Schild nicht gesehen. Ja. Aber das stimmt ja gar nicht. Da war gar keins. Na, jetzt kommt eins. Genau. Und deswegen musst du schauen, dass du dich von Anfang an daran gewöhnst und diese Selbstsicherheit gewinnst, dass du schon alles gesehen hast. Und dass da einfach kein Schild war. Okay. Weil wenn du jedes Mal jetzt aus dem Kreisverkehr rausfährst und danach denkst, scheiße, ich habe das Schild nicht gesehen, ist hier 30, vielleicht mal 30, dann fährst du dein Leben lang mit Paranoia, weil du nie weißt, wie schnell. Ja, klar. So, ne? Achso, das wollte ich mal fragen. Ja. Weil der Typ, der mich letztes Mal abgeholt hat und mir direkt gesagt hat, hör mal, schnall dich mal hinten an, ne? War ja komplett richtig, ne? Machen das Prüfer auch? Nein. Dass sie sich nicht anschnallen? Dass du sagst, sie müssten sich aber auch anschnallen? Fies wäre das eigentlich, ne? Ja, aber eigentlich ja richtig, ne? Dass man, ja, das ja, du musst halt deine, also ihr müsst eure Beifahrer darauf hinweisen, ne? Dass sie sich anschnallen sollen. Ja. Wenn man das nicht macht, kann man sogar teilweise dann dafür bestraft werden. Und ja, machen die Prüfer aber nicht. Also die steigen nicht da hinten ein, schnallen sich ab und sagen, haha, rein durch. Nein, das nicht, aber dass sie vielleicht einsteigen und sich gar nicht anschnallen, das habe ich vielleicht gedacht, dass da so... Nein. Dafür gibt es viel zu krasse Fahrschüler, da gehen die lieber auf Safety. So, jetzt hast du das hier mit den 70 wieder, ne? Mhm. Wenn du jetzt verstanden hast, wie das System funktioniert,